Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Angelo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. In der letzten Folge haben wir fast ganz Hollow Bastion abgestreift, sind alle möglichen Liftschächte hier rauf und runter geflogen, weiß ich nicht, gefahren, geflogen, transportiert worden, was weiß ich. Und ja, wir haben gesehen, Rico hat ja ebenfalls ein neues Schlüsselschwert bekommen und Malefiz will sich anscheinend um uns kümmern. Deswegen vorbereiten wir uns hier jetzt mal ein bisschen. Und zwar mit einer Hütte, oder? Ich bin immer noch lächerlich. Ich habe eine Hütte, die alles komplett heilt, so oft. Und Camperset, was nur ein bisschen heilt, habe ich so wenig. So, jetzt sind wir wieder voll. Dann gehen wir mal weiter. Wird auch schon nichts Schlimmes passieren hier, oder? Ja, natürlich jetzt nicht zwischendurch gespeichert. Also hoffe ich, dass die Aufnahme jetzt auch einwandfrei funktioniert. Ist letztens erst wieder in Tales of Zestiria mal das erste Mal passiert. Seit langer Zeit. We'll stop it. After coming this far, there's no way we're gonna let that happen. You poor, simple fools. You think you can defeat me? Me, the mistress of all evil! Ja. Was tust du denn? Hallo, ich komm so hier hoch. Oh Mann. Oh Gott. Kommt mal hier hin. Ich weiß auch, wie sehr ihr gerne bei diesem Angriff drauf geht. Ja, okay. War jetzt nicht geplant. Boah, jetzt ruft sie direkt schon wieder welche. Das ist eine geile Achterbahnfahrt. Au! Hi, bin wieder da. Ist das Ding nicht mal höher gewesen früher? Komm hier nicht runter, ne? Oh Gott. Bin ich überhaupt sicher? So, komm du mal da runter. Mein Gott, ist der Kampf einfach. Hi. Oh Mann. Hätte sie erledigen können. Schade. Mein Gott, warum ist denn der Kampf so einfach? Habe ich echt so eine starke Waffe? Und runter damit. Hi, na? Und zack. Ha, Glückspilz, sehr schön. Und AP, da braucht Goofy gerade. Wuschlitz. Boah, der war überraschend einfach, der Kampf. Ich glaube, ich noch im letzten Part machen können. Donald hat Schamane erlernt. Anzimbericht Nummer 5 erhalten. Die sollten wir irgendwann auch mal lesen. Aber noch nicht jetzt. Jetzt ist hier erstmal ein Speicherpunkt. Na gut. Goofy. Ach, verdammter Dreck. Immer noch nicht. Wir nehmen mal Jackpot raus. Und zum Beispiel MP-Spender. Benutze eigene MP und halt die MP eines Mitglieds um 1. Früher hat er immer um 3, glaube ich, geheilt. Schade. Warum das jetzt so wenig abzieht, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Da rufen MP. Warum nicht? Na, Donald hat Glückspilz gelernt. Das müssen wir natürlich sofort ausrüsten. Wo ich jetzt mal... Wow, du hast so wenig Sachen. Fällt mir gerade auf.
Okay, scheiß auf deine Kampffähigkeit. Ich belebe dich schon wieder, wenn ich Bock hab darauf. Ja, noch mal rufen, Leister erhöhen. Ja, sieht doch halbwegs annehmbar aus. Und ich habe auch Konter, stimmt, habe ich letztes Mal gelernt. Ah, schön. Speichern wir mal hier. Falls nämlich irgendwie was mit der Aufnahme passiert, ich bin da sehr paranoid, haben wir den Kampf schon mal aufgenommen. Und falls jetzt auf einmal die Aufnahme abspielt, dann können wir ab hier immer wieder laden. Also das ist letztens wieder, wie gesagt, in Tales of Zestiria passiert. Deswegen, ja, da war jetzt der dritte Part oder so. Seit langem mal wieder passiert und deswegen bin ich jetzt ein bisschen paranoid. Ich habe doch noch irgendwas bekommen, glaube ich. Was ist das? Pink! Habe ich nicht noch einen Ausrüstungsgegenstand oder so bekommen? Ein Anzimbericht, ne? Ja. Gehen wir da rein. Jetzt kommen wir zu den meiner Meinung nach schwersten Kampf im gesamten Spiel. Damals, jedenfalls. Weil ich habe immer irgendwie so eine Pussy-Strategie benutzt in diesem Kampf. Do you need some help? Riku! Yes, a keyblade. But unlike yours, this keyblade holds the power to unlock people's hearts. Allow me to demonstrate. Behold! Now, open your heart. Surrender it to the darkness. Become darkness itself! This is it. This power! Darkness. The true darkness. Jetzt geht's rund. Ja. Ja, wollt ihr mal wissen, wie ich den Kampf immer gemacht habe? Ich habe mich immer auf ihr so eine Ranke gestellt. Und die kann Feuer spucken, so kleine Feuerbälle. Und ich habe die immer wieder zurückreflektiert. Da habe ich den ganzen Kampf über gemacht. Das mache ich natürlich jetzt nicht hier im Let's Play. Aua. Ich übrigens gut, dass du Aero auf mich gezaubert hast, Donald. Wenn wir auch schon so irgendwie schaffen. So schwer ist der Kampf eigentlich nicht. Ist einfach nur kloppen wie blöd. Oh Mann, Aero ist weg. Ah. Wow, ich hab's wieder voll drauf. Ja, Dual und Goofy sind natürlich beide tot. Aua. Hilfe! Ach, Donald. Er hat nur 3 MP ein, sag ich doch. Warum stehen da nur einen in der Beschreibung? Ja, ich kann schon angreifen, bevor die. Ja, ich sehe mich hier ein paar Mal vielleicht verrecken, wenn ich Pech habe. Kann ich ja drauf. Also für die Begleiter ist dieser Kampf echt nicht sehr freundlich. Mann! Ja, und ich glaube, ich bin nicht tot. Oh, danke, Goofy. Eine der wenigen Mal, wo ich mal Aero einsetzen sollte. 80, ey. Ja. Da gehe ich mal ein bisschen weg. Das hat eine ganz schöne Reichweite. Oh Mann.
Boah, mit jedem Stampfer, ne? Tötet sie mich. Aber wir schaffen das schon. Au! Bams! Oh Gott! Ich mag diesen Kampf nicht. Ich sehe mich immer hier so oft drauf gehen. Ich dachte, wir würden ein bisschen länger für die Kämpfe brauchen. How ironic. She was just another puppet after all. The Heartless were using my Sagt irgendwie der Richtige, ne? She failed to notice the darkness in her heart eating away at her. A fitting end for such a fool. Feueropal, das ist glaube ich ein Beschwörstein. Weißt du, er redet hier davon, dass sie eine Marionette ist. Das finde ich irgendwie ironisch. Gehst du mal nach unten? Danke. So, was können wir denn noch hier reinballern? Ich weiß nichts anderes gerade. Ich soll echt mal die ganzen Techniken zeigen. Wird schon vertagt. Irgendwann mache ich das schon, keine Sorge. Am Ende. Aber gesagt, ich mache das irgendwann, wenn ich mehr MP habe. Jetzt könnte ich theoretisch genug MP haben, aber was man hat. So. Dann können wir mal weitergehen. Zum Liftschacht. Noch mehr. Nächster. I just screw you all. So, ey, mach auf. Hi, na? Ja, mal Schneewittchen. Alice. Belle. Jasmin, jetzt verwechsel ich hin und wieder mal. Jetzt glaube ich Dornröschen und das ist Cinderella, ne? Wer ist nochmal Aschenputtel? Ich dachte immer, Cinderella wäre Aschenputtel. Also Aschenputtel wird zu Cinderella, habe ich früher immer gedacht. Ich habe die beiden Filme nicht gesehen, deswegen bin ich da ein bisschen verwirrt. Könnte mich mal ruhig irgendjemand hier aufklären bei den beiden. Kairi. Tut mir leid, die Story hatte ich abgelehnt, Goofy. Kairi! Kairi! Open your eyes! It's no use. That girl has lost her heart. She cannot wake up. What? You? You're not Riku? The keyhole cannot be completed, so long as the last princess of heart still sleeps. The princess? Kairi's a princess? Yes. And without her power, the keyhole will remain incomplete. It is time she awakened. Whoever you are, let Riku go. Give him back his heart. But first, you must give the princess back her heart. What's... Don't you see yet? The princess's heart is responding. It has been there all along. Kairi's heart rests within you. Kairi... Kairi's inside me? I know all that there is to know. Tell me, who are you? It is I, Ansem, the Seeker of Darkness. Den Plot hat auch Donald abgelehnt. So,
I shall release you now, Princess. Complete the keyhole with your power. Open the door. Lead me into everlasting darkness. Guck ich mal mein Beitschwert gegen seins an. So, einer der epischsten Kämpfe im Spiel. Komm mal her. Hab gesagt, komm her. So, Konter ist jetzt sehr gut. Nachdem ich abwehr, nämlich. Uff. Willst auch kontern? Ja, hat nicht geklappt, ne? Auf damit! Den hab ich eben an, hier! Bams! Aua! Ja, Angriff abblocken hat schon ein bisschen in sich in dem Spiel. What? Den habe ich vergessen, den Angriff. Du könntest die Kamera ruhig mal auf ihn lassen, ne? Sehr gut. Ich dachte, ich greife dich einfach an, wenn du auflädst. Warte doch nicht, bis du dich aufpowerst, wie in Dragon Ball Z oder irgendwie sowas. Ja, nur ewig so weitermachen können. Ma. Sehr schön. Bin schon leicht tot, ne? Moment, du es weißt. Was kommt der an? Auf den kann ich nicht abblocken. Warum versuche ich es dann eigentlich? Nein, mein Akku. Ja, für mich läuft der Kampf richtig gut. Ich habe noch ganz viel MP, womit ich mich ein paar Mal heilen kann. Wie man den Angriff ausweicht, weiß ich bis heute nicht. Bams! Vor allem das Lied im Hintergrund, ne? Ja gut, dass das irgendwann mal wieder erneut auftaucht. Oh, verdammt. Warum lass der neue paar AP abziehen? Bams. Boah, ich wieder. Ich habe 2 Level Ups bekommen. Was? Sehr schön. Oh, der war ein cooler Kampf. Sehr stylisch. Ragnarök. Hey, so heißt mein Gummischiff. Ne, Ragnarök Plus heißt es jetzt. Ah, noch eine Technik, die ich wahrscheinlich nie zeigen werde. Irgendwann mal. Jetzt warte mal, ich habe gerade meinen besten Freund verloren, okay. Kann ich vielleicht mal eine Sekunde irgendwie das Ding da drauf richten? Keyblade that unlocks people's hearts. I wonder. Sora? Sora! Hold on!
Mir fällt gerade auf, Chat vielleicht darüber sprechen sollen, weil das Lied jetzt hier im Hintergrund läuft. At last, princess. The keyhole is now complete. You have served your purpose, but now it's over. Do you think we can stop him all by ourselves? No. I don't know. Impossible. No. You won't use me for this. Riku! You've got to run! The Heartless are coming! Oh ja, ich hoffe, ich kriege keine Probleme wegen dem Lied. War zwar nicht direkt das Lied, aber trotzdem. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Ah, werde ich ja sehen. Ach ja, das sind übrigens wir. Sehr schön, ne? Irgendwie können wir immer noch voll hochspringen. Kein Menü, kein Speichern, leider. Wie aussieht. So, der Typ, den wir gerade gesehen haben, scheint der echte Ansem zu sein. Zwinker, zwinker. Ich habe gerade gemerkt, was ich gesagt habe. Also, ja. Ja. Was ist auf einmal mit meinem Controller los? Die Kamera sieht irgendwie so komisch aus. Jedenfalls, ja, da war eine sehr actionlastige Folge. Sehr emotional. Und ich würde sagen, wir erkunden das Gebiet hier als Herzloser in der nächsten Folge. Von jetzt bei Kingdom Hearts Final Mix. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.